Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem September-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein September gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version, den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock im September. Es wird brisant, Aufregung, Schulterstechen, manche können Schulterstechen haben. Wenn es um Gesundheit geht, dieses zufällig auf euch zutrifft, bitte sucht immer einen Profi auf, einen Arzt und lasst euch von diesem beraten oder gar behandeln. Eine frische Luft, ein Lufthauch bringt Gutes, Neues. Es wird brisant, weil eine Entscheidung auf dich zukommt. Sie ist aufregend, erfreulich. Das Neue. Im Zwischenmenschlichen sagen sie, hast du auf der einen Seite Resignation, auf der anderen Seite sie sagen, geht es weiter, geht es vorwärts? Du blickst nicht zurück. Du möchtest von vorne anfangen. Bei 4 bis 5 Steinböcken wird der Arbeitsplatz gewechselt, beziehungsweise etwas Neues ist am Horizont. Ein alter Kumpel, sagen sie, geil, ein alter Kumpel gibt dir den nötigen Input, um weiterzukommen, weiterzumachen. Sie sagen, bei dir wird es ab Mitte, Ende September leichter, weil die Entscheidung endlich gefallen ist. Vorher setzt du dich selbst sehr unter Druck. Der Druck deswegen, weil ja, zu allem Neuen gehört auch ein Abschied. Man kann nicht alles gleichzeitig bedienen. Warte auf den für dich richtigen Zeitpunkt, um dich zu entscheiden und um das Neue willkommen zu heißen. Ein Umzug kann einigen von euch zu schaffen machen, muss nicht euer eigener Umzug sein, kann auch der Firmenumzug sein, kann der Umzug von einem geliebten Menschen sein. Wow, sehr, sehr gute Karten. Du hast 3 Themenkarten. Es werden Brücken geschlagen. Du findest mit dem richtigen Know-how die richtigen Worte, den richtigen Zeitpunkt, um in die Handlung zu kommen. Jemand unterstützt dich. Gut möglich, dass das jemand aus der Ferne ist. Dir wird Mitgefühl entgegengebracht oder du bringst Mitgefühl entgegen. Und du wünschst und hoffst. Deine Emotionen können bis zum 10. September wirklich high running sein, dich etwas durcheinander wirbeln und du siehst kein Licht am Horizont, denn du bist zu sehr in der Gedankenschleuder, in der emotionellen Gedankenschleuder gefangen. Doch wisse, es kommt der richtige Input, es kommt Hilfe, was auch immer, durch
diesen alten Kumpel. Ich höre bei manchen, ist es auch ein Schamane oder irgendein für euch Guru, ein Vorbild, was auch immer. Ihr lest etwas, bekommt einen Input irgendwoher und könnt so die Gedanken zum Schweigen bringen und wieder klar sehen. Bei manchen ausschlaggebend ein Haustier, Katze oder Hund, bei einigen wenigen auch ein Kaninchen. Du kommst jedenfalls in deine Schöpferkraft, in das Neue. Du bist der Creator, lieber Steinbock. Glasklarer Durchblick, sobald die Emotionen im Griff sind. Schauen wir uns die Hauptenergie an, die dir zur Verfügung steht. Die Hauptenergie für den Steinbock im September. Die Hauptenergie für den Steinbock. Kühe, Wiesen, Weiden, Wälder. Wer weiß, vielleicht macht irgendein Steinbock schöne Spaziergänge. Oder ist auf einer Alm und bekommt dort über die Natur den Input. Die Hauptenergie für den Steinbock. Der Tod, Ende und Neubeginn. Die Entscheidung, auch eventuell bist du mit einem Skorpion verbunden. Das Neue, was diese Entscheidung von dir abverlangt. Im Endeffekt heißt du es herzlich willkommen, denn das Alte hat ausgedient. Das Alte lastet schon länger etwas schwergewichtig an dir. Du möchtest der Transformation nicht mehr zusehen. Du möchtest, dass die Transformation schon beendet ist. Doch sie sagen, bis dem es soweit ist, lieber Steinbock, gibt es noch einen klitzekleinen Baby-Step. Und dieser Baby-Step ist etwas richtig zu stellen. Dieser Baby-Step beinhaltet eine Kommunikation, sei es zu dir selbst, eine innerlich ausgesprochene Wahrheit oder zu einem deiner Gegenüber. Und schon flog die Karte heraus. Gut möglich zu einem Luftzeichen, insbesondere einem Wassermann, kann aber auch Zwilling oder Waage sein. Etwas, was dich nicht mehr erfüllt. Spreche aus, was dich schon so lange belastet. Und du wirst sehen, dass es danach leichter ist. Das ist dein Gedankenkarussell. Du suchst nach Lösung, du suchst nach Antwort, du manch einer nach einem großen Ausweg. Dieser kommt nur, wenn du eingestehst, dir selbst eingestehst, dass das, was einmal war, heute keinen Bestand mehr hat. Auch gut möglich, dass du zu einem Wasserzeichen keine Verbindung mehr spürst. Falls dies bei einigen, und es wird sicherlich so sein, den Job betrifft, bist du hierher gekommen, um Höheres zu verrichten, sagen sie. Wie die Sandkörner am Meer, du bist nicht Mainstream, lieber Steinbock, mit deinem Kalkül. Mit deinem einzigartigen, hellen, wachen, schnellen Verstand.
bist du fähig, nicht nur hinter die Kulissen zu blicken, sondern schneller als manch anderer zum bestmöglichen Ergebnis zu kommen, was auch immer das für dich bedeuten mag. So nutze diese Energie, die du mit in dieses Leben gebracht hast, nutze sie zu deinem Vorteil und werde Herr über dein Leben. Ein Widder, deine Inspirationsquelle. Auch gut möglich, dass einige ein Vaterthema haben, dieses im September sehr präsent ist. Eine sehr autoritäre Vaterfigur. Mit der eventuell das Verhältnis nicht immer ganz einfach war oder nach wie vor ist. Einige Steinböcke werden im September mit ihrem Vorgesetzten ein sehr, sehr wichtiges Gespräch haben. Es geht darum, dass du, lieber Steinbock, in dem, was du tust oder dort, wo du bist, unzufrieden bist und schon lange genug darüber geschwiegen hast. Du wirst nun deiner Wahrheit Wort und Laut und Klang geben und dies aussprechen. Die Transformation. Leider lässt sich dieses Gespräch mit dieser autoritären, für dich autoritären Person nicht verhindern, doch ganz klar, ganz kalkül und analytisch wirst du dieses Gespräch leiten. Lasse alle Emotionen außen vor, sie würden dir nur im Weg stehen. Bezüglich eines Wasserzeichens hast du definitiv das Gefühl, dass dir dieses Wasserzeichen energetisch, emotionell, wie auch immer, den Rücken zugewandt hat. Dies wird hier bestätigt. Es kommt Ruhe, fast kein Kontakt, beziehungsweise oder du spürst die Verbindung nicht mehr. Wende es bitte an, wie es auf dich zutrifft. Diesem Wasserzeichen geht es damit nicht gut. Dieses Wasserzeichen ist im melancholischen Modus, höre ich. Und dieses Wasserzeichen sucht nach Antworten. Vielleicht kannst du diesem Wasserzeichen Antworten geben. Dann, du nimmst dein Leben wieder in die Hand, diesmal anders. Vollkommen unemotionell wird aus dir eine neue Idee herausgeboren. Gehe nicht gleich in die Details, sondern freunde dich mit dieser Idee an. Sie ist etwas komplex, ja, das muss ich zugeben, doch sie ist sehr raffiniert und deluxe, sagen sie. Geh nicht gleich in die Details, freunde dich mit dieser Idee an, geh in diese Energie hinein und du wirst sehen, die Details werden dir von oben diktiert. Die Suche nach der Wahrheit für manche Steinböcke. Welche Wahrheit auch immer das sein mag. Und plötzlich kommt die Erkenntnis und du erkennst, was du zu geben hast. Wir machen weiter im Extended, lieber Steinbock. Schauen uns noch an, wer mit dir weiter interagiert. Mehr in die Details hinein. Bis gleich, ich freue mich auf dich. Ciao.